Die generelle Struktur von Vampire ist durchaus konventionell. Ein Fenster mit den Charakterwerten, eins fürs Inventory. Die Aufgabenliste. Und schließlich die verschiedenen Zauberdisziplinen. In erster Linie überzeugt das Spiel aber durch eine tolle Story über den zum Vampir gewordenen Ritter Christoph. This must be the house of Count Orsi, the slave master. All the fops, bootlicks and toadies in Vienna. Sowie durch wunderschöne Grafik und bestechende Videosequenzen. We come seeking Bruja, taken as slaves from Prague, a mortal woman among them. Slaves? Oh, yes. The slave business have been so very delicious. Freilich ist steuerungstechnisch nicht alles eitel Sonnenschein. Wilhelms Waffe erweist sich oft eher als Sperre denn als Speer. Und auch hinter anderen Ecken und Kanten bleiben Freund und Feind gern hängen. So wie hier die Wachen auf der Treppe. Interessante Passagen bietet der als Dungeon ausgebaute Stephansdom, wie hier etwa eine Stelle mit Sonnenschein. Es empfiehlt sich dabei, die Party aufzuteilen und die Vampirhelden einzeln sicher durch die Gefahrenzone zu bringen. Geht man stattdessen als komplette Gruppe durch, holen sich die Jungs bedenkenlos heftigen Sonnenbrand. Auch im Kampf ist die Party als Gesamttruppe oft schwer zu steuern, wie hier etwa Wilhelms Sonnenbart beweist. Natürlich kann man als Vampir Meinungsverschiedenheiten auch anders regeln. Insgesamt bietet das Spiel jedoch viele fantasievolle Umgebungen, die trotz einiger Probleme immer wieder für Entdeckerlust sorgen.